Guten Morgen, wie immer beginnt der Vlog morgens im Bett. Ich stehe jetzt auf und gehe duschen. Sauberkeit kennt keine Grenzen. Sauberkeit kennt kein Pardon. So, jetzt bin ich fertig mit Zähneputzen. Das Einzige, was noch nicht gemacht ist, sind meine Haare. Aber ich habe heute auch gar nicht vor, rauszugehen. Und wenn, mache ich es halt schnell. Wir gehen jetzt eben ganz schnell in mein Studio. Denn wir müssen ja jetzt den Vlog von gestern schneiden, damit ihr den quasi gestern um 18 Uhr gucken konntet. Wenn ihr das jetzt hört, war das gestern um 18 Uhr der Vlog, den schneiden wir jetzt. So, wir haben jetzt fertig geschnitten. Ich gehe jetzt live auf Twitch. Nigo offiziell für die Leute, die es interessiert. Gerne mal vorbeischauen. Wir suchen auf alle Fälle noch ein paar Mods und ein paar aktive Zuschauer. Immer gerne. Ja, einfach vorbeischauen. Ich starte jetzt gleich einen Stream. Und dann, ja, nachher kommt noch ein Kollege vorbei. Der Eugene, den kennt ihr ja. Und da bleibt er noch wieder. Bis morgen. So, ich bin jetzt fertig umgezogen. Und ja, wir haben jetzt was Kleines vor. Ich erzähle euch jetzt gleich, was wir machen müssen. Erstmal hole ich die Becher aus dem Auto raus, dann müssen wir die reinigen. Und während wir dorthin fahren, erkläre ich euch ja, so eine kleine Real-Life-Story von mir. Ich hoffe, ihr seid gespannt. So, ich habe mich jetzt gerade mal hier wohin gestellt, um euch kurz zu erklären, was wir jetzt machen. Also, ich hatte ungefähr vor einem Monat oder anderthalb, irgendwann mitten in der Corona-Zeit, hatte ich mal ein sogenanntes Date. Es war jetzt eher sowas wie, also für mich war es jetzt eher sowas wie, ey, es ist Corona, jemand möchte was unternehmen, dann unternehmen wir auch was. Und ja, mit der Person bin ich dann wohin gefahren und dann hat sie bei mir im Auto so Becher vergessen, ne? So ganz normale Plastikbecher und nicht eine Jacke, so eine Überziehjacke, keine Ahnung, hat sie vergessen und sogar zwei Tüten Chips. Aber ich habe die nicht gegessen, ich wollte die Chips quasi oder die alle Sachen halt jetzt zurückbringen. Ich fahre die jetzt bestimmt schon 3 Wochen rum, die Sachen. Ich bringe die Sachen jetzt zurück, weil erstens sammle ich keine Plastikbecher und eine Frauenjacke brauche ich auch nicht. Ja, das ist so die ganze Story, das ist jetzt 1,5 Monate her. Wie gesagt, war, ich weiß nicht, ob sie dachte, es wäre ein Date, für mich war eher so, ja, wir mal wieder was unternehmen. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, sie würde mich freuen oder würde sich freuen, mich wiederzusehen. Habe ich gesagt, ja, wir können gerne nochmal was machen, warum nicht? Und dann hat sie sich halt nicht mehr gemeldet. Sie war so voll random, so. Sie sagte, sie würde sich freuen. Ich habe gesagt, ja, okay, können wir gerne machen. Ich habe nichts mehr geschrieben und sie hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Von daher, da ich da ja sowieso das nicht als Date gesehen habe, fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, wir bringen es auf jeden Fall jetzt wieder und ja, keine Ahnung, ob sie zu Hause ist. Wenn nicht, gebe ich es den Eltern oder dem Bruder oder wem auch immer. So, wir haben jetzt ungefähr 22 Uhr abends oder 21.30 Uhr, irgendwie sowas. Ich bin jetzt mit dem Hund wieder draußen. Der Hund kommt schon gelaufen. Und ja, wir gehen jetzt heute noch eine sehr, sehr große Runde. Das Wetter ist tipptopp, wirklich super, super Wetter. Und ja, wir gehen jetzt in den Wald. Das heißt, wir gehen jetzt da hinten runter, bergab. Da waren wir im Vlog noch nie. Gehen da zu einem Bach. Komm her. Komm. Komm hier. Komm, du kriegst noch einen Keks. Komm her. Hier, Keks. Komm, Keks. Keks. Komm her. Kriegst einen Keks. Oh, lecker Keks. Oh, verarscht. Ich glaube, welcher Schlag kann er jetzt damit? Okay. Hol die Hanna, hol die Hanna. Hol die Hanna. Aus. Aus. Bleib stehen. Bleib stehen. Ey. So, ich bin jetzt hier noch mit Sam im Wald. Es ist mittlerweile sehr, sehr dunkel im Wald. Oben sieht man noch ein bisschen hell, aber man kann noch nicht mal meine roten Schuhe sehen. Ich filme nämlich gerade nach unten. Wenn ich näher rangehe, auch nicht. Es ist alles. Den Sam sieht man auch nicht mehr, kann man nichts machen.
Ja, wir gehen jetzt schnell nach Hause, weil der Sam hat Angst und ich natürlich nicht. So, wir sind jetzt aus dem Wald zurück und jetzt ist wieder hell. Jetzt kann man endlich wieder was sehen. Wie ihr gerade schon gesehen habt, haben wir die Hanna wirklich rein zufällig noch beim Gassigehen getroffen. Die ist dann einfach mitgegangen, warum auch nicht. Ihr kennt die Hanna ja und ja, war ein sehr schöner Abend, muss man sagen. Und ja, zu zweit ist man definitiv auch länger unterwegs, wenn man noch jemanden zum Quatschen hat. Ja, den Sam habe ich auch immer zum Quatschen, aber er antwortet mir halt nie. Vlog ist geschnitten, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo dalassen, Like dalassen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Morgen um 18 Uhr, seid dabei, Dankeschön.